Hallo, verehrte Freundinnen und Freunde des flackernden Bildschirms. Heute wird wirklich ordentlich geflackert, denn es geht um das NES Mini. Und neben mir sitzt der Gregor von unserem Schwestermagazin Gamona. Das kennt ihr vielleicht noch von den Nude Patches von Google. Und der wird ein bisschen assistieren. Stimmt's, Georg? Ja, das kriege ich hin. Jonas. Er liebt es nämlich, Georg genannt zu werden, aber er heißt in Wirklichkeit Gregor. Auf die Nude-Patches bin ich auch sehr, sehr stolz. Das freut mich. Aber erstmal gucke ich mal hier rein. Reiche mir doch Weite mal Weite deines Amtes. Wahnsinn. Also, Entertainment System, da steht es ja auch noch, Nintendo Entertainment System, ne? Mit 30 vorinstallierten Spielen und vor allen Dingen mit was für einem Ausgang? HDMI. Ja, damit könnt ihr es auch an moderne Geräte anschließen. Und bei den Spielen haben sie hier hinten so eine kleine Vorauswahl aufgedruckt. Super Mario Bros., Zelda, Kirby's Adventure, Donkey Kong, Super Mario Bros. 3, Pac-Man, Metroid, Mega Man, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden, Punch-Out, also. Was man halt so braucht. Ja. Die Auswahl, die ist wirklich ziemlich gut, muss man sagen. Also da haben wir uns ja auch schon vorab so ein bisschen unterhalten und da sind fast alle Sachen so dabei, die man braucht. Also von den 30, die drauf sind, na klar, fehlen ein paar halt immer, aber die Auswahl ist schon ganz in Ordnung, denke ich. Also hätte schlimmer laufen können. Ja, aber mich persönlich hätte es noch gefreut, wenn so ein paar mehr so nicht so ganz so bekannte Namen dabei gewesen wären. Aber dann verkauft es halt wieder nicht so gut. Man hätte ja auch mehr draufpacken können. Aber bevor wir jetzt weiter quatschen, ich guck mal rein. Ich brauche das Sackmesser nicht. Es ist nicht verklebt. Ist auch kein Netzstecker dabei. Ist kein USB-Kabel dabei, soweit ich weiß. Aber eine super Anleitung ist dabei. Mach mal auf, mein Lieber. In Schwarz-Weiß, richtig retro. Ja, das ist halt so der Standardkram. Nichts Besonderes. Naja. HDMI-Kabel rein und ab an Fernseher. Genau. So. Und hier sind zwei Dinge, nämlich ein Pad und die Konsole. Und da unten drunter, da liegt auch noch ein Anschlusskabel. Oh, ist ja doch ein USB-Kabel dabei. Haben wir falsch gesagt. Man kann es halt mit dem USB-Kabel hier aufladen. Und mit dem HDMI-Kabel anschließen. Das ist fast so gut wie eine PS4 Pro. Das ist also das neue Pad. Oder auch nicht so wahnsinnig neu, denn es entspricht wirklich weitestgehend dem Original. Einziger Unterschied ist der Anschluss. Das entspricht dem Format, das auch seit der Wii verwendet wird, in der Remote. Und man kann den Controller nämlich auch anschließen an die Remote und dann für NES-Spiele nutzen auf der Wii, auf der Wii U und auf der Wii Mini. Geht wohl bei den meisten Titeln, nicht bei allen, es steht doch auf der Packung drauf, aber die meisten sollten damit ganz gut funktionieren. Ja, den könnt ihr auch alleine kaufen, 10 Euro kostet er nur und wer so klassische Spiele zocken will, für den lohnt sich das schon, denn damals, muss man schon sagen, bei 8-Bit war das schon der beste Controller, den es gab. Es gab auch nicht so wahnsinnig viel, aber... Wir können ja mal einen direkten Vergleich machen, ich habe ja, schlau wie ich bin, auch den Original-Controller mal mitgebracht. So, das ist also der Originalcontroller aus den 80er Jahren. Ja. Der ist älter als ich. Ja, aber nicht älter als ich. Und der ist wirklich 1:1 genauso groß. Ich bin begeistert. Der ist ein bisschen vergilbt, aber der sah früher auch so aus wie der hier. Ne? Und ja, hinten sieht es auch fast genauso aus mit allen Schrauben. Jetzt machen wir aber nochmal den Kabelvergleich. Ich glaube, da wird der neue verlieren. Oh je. Sogar ziemlich deutlich. Oh Gott! Also man muss schon recht nah vorm Fernseher sitzen oder naja, sich noch ein längeres HDMI-Kabel kaufen, damit man die Konsole ein bisschen näher zu sich ziehen kann. Aber das ist wirklich ein bisschen blöd, ganz ehrlich gesagt, gerade weil man ja auch riesengroße Glotzen hat zu Hause und natürlich hat das Ding jetzt auch einen HDMI-Ausgang, trotzdem sind das halt riesengroße Pixel, auf die man da schaut und ich habe keine Lust, einen Meter vor meinem 50-Zoll-Fernseher zu hocken, das ist tatsächlich ein bisschen ärgerlich, finde ich. Aber bevor du hier noch weiter über Nintendo-Produkte lästerst, ich habe ihn eigentlich eingeladen, weil er Nintendo-Fan ist, ja. Zeige ich jetzt auch mal das neue NES. Hui! Oh, ist es nicht süß? Wenn es groß ist, willst du mal ein Super Nintendo werden. Vielleicht kommt das ja auch noch mit Super Nintendo auch. Dass man. Glaubst du das? Ja, also der Erfolg würde ja dafür sprechen. So, also vorne zwei Anschlüsse für Joy-Pads. Was haben wir hier? Power und Reset. Wir schließen das auch gleich noch an. Dann könnt ihr mal gucken, wie die Spiele so aussehen, wie das Menü aussieht. Schneiden wir dann zwischen rein. HDMI-Ausgang, Stromanschluss, wie gesagt, für USB. Und schade halt ist.
Tja, was willst du da halt auch reinschieben, außer einem Kartoffelchip? Ja, das ist eine Fake-Klappe, denn die originalen Module von damals passen halt nicht rein. Wie gesagt, man kann ja auch nichts mehr installieren. Gib doch mal die alte Konsole. Ja, ich habe ja auch die alte Konsole mitgebracht. Wir machen jetzt gerade mal den Größenvergleich. Alter Schwede. Also es sieht fast genauso aus. Und hier ist die Klappe, wo man die Spiele reinschieben konnte. Dann hat man hier das Spiel so reingeschoben. Das Modul runtergedrückt. Und die Pins kaputt gemacht damit. Und angemacht. Nein, überhaupt nicht. Zeigen wir nochmal die Zusatzpackung. Also einen zweiten Controller empfiehlt sich auf jeden Fall. Die Konsole, wie gesagt, kostet 70 Euro. Schönes Weihnachtsgeschenk. Gut, habe ich noch was vergessen, Gregor? Nö. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ihr wisst Bescheid, Dishonored 2. Es wird fantastisch. Und ja, es wird eine besondere Folge. Das kann ich jetzt schon versprechen. Sag tschüss, Gregor. Tschüss, Gregor. Du darfst ihn entblättern. Ja, danke. Ich krieg wieder die undankbare Aufgabe. Das dauert jetzt ein Weilchen. Nein, man muss da nur an dem Draht drehen und dann den Nippel durch die Lasche ziehen. Und dann einfach das Kabel wieder rausziehen, Gregor. Das ist ganz wichtig, dass das du Kabel vorher rechtzeitig rausziehst. Das Kabel vorher rausziehst. In dem Tütchen ist es ja sauber. Ja. So, das ist er. Ja, mach mal auf. Das auch noch. Wir machen jetzt noch einen Längenvergleich. Aber was ist, wenn der Controller kabellos ist? Also der ist auf jeden Fall mit Kabel. Ach so, du meinst, das wäre jetzt sexistisch? Nein, vielleicht sollte ich mich in Amerika zum Präsident wählen lassen, oder was? Ich glaube, du hättest gute Chancen. Ja.